Hallo und herzlich willkommen zu unserem Volt Meets Experts. Heute Abend zu Bildung und genauer zu dem Thema Transformation der Bildung. Ganz kurz zu Volt Meets Experts. Das ist mittlerweile schon fast ein eingeschliffenes Format, das wir jetzt seit einigen Monaten haben, wo wir mit Expertinnen ins Gespräch kommen möchten, um über ganz unterschiedliche Themen zu sprechen. Denn letzten Endes geht es uns natürlich darum, zu lernen von denjenigen, die die meiste Erfahrung haben und die wirklich einfach schon ganz große Kompetenzen ausgebaut haben. Heute bin ich total aufgeregt, weil wir zwei super Expertinnen dabei haben und die möchte ich jetzt auch zu Beginn gleich vorstellen. Das ist zum einen Margret Rassfeld. Sie ist die Gründerin von Schule im Aufbruch, also des Netzwerkes Schule im Aufbruch und ist auch die Gewinnerin des Aufbruch Awards 2020 von Google und Süddeutsche Zeitung. Sie wird sicherlich gleich noch ganz viel mehr darüber berichten, wie ihre Vision eines Bildungssystems aussieht, eines Bildungssystems, das tatsächlich vollkommen transformiert ist. Denn wenn es nach ihr ginge, sollten wir auch gar nicht mehr von Schule als solches sprechen, sondern am besten den Begriff und die Institution umwandeln in etwas ganz Neues. Außerdem haben wir dabei Dirk Wilkening. Er ist Schulleiter in dem evangelischen Gymnasium Andrea Neum in Hildesheim. Er wird insofern ein Stück weit die normale Sichtweise eines Schulleiters mit einbringen aus der Praxis, hat aber mit Sicherheit auch ganz viele Erfahrungen sammeln können im Bereich der Schulentwicklung und wird hier bestimmt auch schon einiges ausprobiert haben und dazu entsprechend beitragen können. Ganz kurz zu mir. Mein Name ist Patrick Fischer. Ich bin einer der Verantwortlichen für den Bereich Bildung im Volt-Team. Und bin auch beruflich in dem Bereich tätig, bin didaktischer Leiter in einem Gymnasium in Hamburg. Wenn ich das richtig gelesen habe, Frau Rassfeld oder Margret, du warst ja auch schon didaktischer Leiter in einem Gymnasium in deiner Laufbahn. Bevor wir jetzt starten, hätte ich gerne kurz eine Einstiegsfrage gestellt und da könnt ihr zu Hause auch gerne kurz mitmachen. Ich muss dazu mal kurz den Bildschirm teilen. Das dauert jetzt eine Sekunde. So. Und zwar meine Frage zunächst an dich, Margret. Wenn du dich jetzt auf einer Skala von 1 bis 10 einstufen solltest, wie transformationsfreudig du bist, was würdest du da antworten? Also für die Bildung 10. Sehr schön. Gleiche Frage an dich, Dirk. Ich überlege, ob ich irgendwo was abziehen kann. Ich befürchte, wir kommen jetzt erstmal in einen Konsens. Vielleicht können wir den später ja noch aufheben. Ich sage auch 10. Fantastisch. Schön. Die zweite Frage nochmal zuerst an dich, Margret. Und wenn wir uns jetzt das Bildungssystem in Deutschland anschauen, so wie wir es in unseren Bundesländern erlebt haben, für wie transformationsfreudig halten wir denn dieses Bildungssystem? Ebenfalls von 1 bis 10. Eine 1. Okay. Und Dirk, bei dir? Ich bin eher bei der 4, weil ich durchaus sehe, dass die Transformationsbedürftigkeit erkannt ist. Es hapert in der Umsetzung. Deswegen gibt es eine 4 bei mir. Super. Spannend. Ich habe jetzt hier natürlich eine Menti-Freigabe gemacht. Es wäre toll, wenn diejenigen, die jetzt von zu Hause zuschauen, hier auch in den nächsten Minuten, während wir noch weiterreden, kurz voten könnten. Man muss, wie die meisten werden wahrscheinlich menti.com kennen, den Code kurz eingeben und dann werden genau diese zwei Fragen gestellt zu den Skalen. Vielleicht können wir dann gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Im Moment tut sich da schon ein bisschen was. Es sind noch relativ wenige Beteiligte. Da wird in den nächsten Minuten bestimmt noch einiges passieren. Dann sage ich noch zwei Sätze zum Ablauf. Wir haben jetzt vor, zunächst zu dritt ins Gespräch zu kommen. Es sind einige Fragen vorbereitet worden. Und dann wollen wir nach 45 Minuten bis 50 Minuten in eine offene Fragerunde übergehen, in der wir dann eure Fragen von zu Hause aufnehmen
werden. Alles klar. Ich würde am Anfang gerne ganz am Ende beginnen und euch beide mal fragen, welche Kompetenzen ihr denn für die allerwichtigsten haltet. Also in anderen Worten, welche Kompetenzen sollten Schülerinnen heute im 21. Jahrhundert ausgebaut haben, wenn sie aus der Schule kommen? Margret, du vielleicht zuerst. Also als erstes sollten Sie wissen, wer Sie sind. Das ist jetzt keine Kompetenz, aber das ist für mich eine Grundlage. Wer bin ich, was kann ich? Sie sollten an sich glauben. Sie sollten Erfahrungen von Selbstwirksamkeit gemacht haben. Und dazu gehört natürlich, dass ich etwas möchte, also Willensstärke, dass ich weiß, wie ich etwas in die Welt bringen kann. Dazu gehören ganz viele Kompetenzen, dann Beziehungskompetenz natürlich und der Umgang mit Ungewissheit und Ambiguität und mit disruptiven Veränderungen. Aber am wichtigsten finde ich eine humane Einstellung, also dass das Herz gebildet ist. Vielen Dank. Das waren jetzt gerade schon ganz viele wichtige Begriffe, die wir eigentlich alle nochmal aufgreifen müssten. Ich hoffe, wir kommen jetzt im Laufe des Gesprächs dazu. Dirk, hast du da noch was zu ergänzen? Also ich habe natürlich zuerst daran gedacht, dass die Schüler und Schülerinnen eine umfassende Bildung haben sollen, wenn sie die Schule verlassen. Das liegt natürlich aber auch daran, dass ich Schulleiter eines Gymnasiums bin und vor allem diese Abschlussjahrgänge im Blick habe, beruflich orientiert sein sollen. Das sind aber alles Engführungen. Also ich habe tatsächlich auch gedacht, wenn man sich jetzt auf Corona guckt, was ist eigentlich die Kompetenz, die Menschen jetzt haben müssten? Sie müssten in der Lage sein, mit so einer offenen Situation verantwortlich umzugehen und so, dass sie glücklich und gesund die gestalten können und nicht nur ertragen können. Also das Umgehen mit einer offenen Zukunft halte ich für eine Kernkompetenz. Und dann, und das zeigt sich, glaube ich, auch immer stärker, Umgang mit Heterogenität und Diversität. Also die Welt ist nicht so homogen, wie wir das immer gerne glauben wollen und wovon Schule leider auch immer noch ausgeht. Und deswegen wäre der Umgang mit Heterogenität und Diversität für mich auch ganz zentral. Und dass die Schüler und Schülerinnen nie aufhören, weiterzulernen. Dass sie diese Lust und diese Kompetenz einfach haben. Also wenn ich euch da richtig verstehe, dann legt ihr eigentlich denselben Schwerpunkt, das, was du, Margret, als Umgang mit Disruption beschrieben hast. Dirk, das hast du jetzt auch mit Umgang mit den Veränderungen, die es eben tatsächlich mehr oder weniger jetzt auch mehr oder weniger im Alltag und im Berufsleben dann auch immer wieder geben wird. Wie gerüstet seht ihr da unser Schulsystem, gerade was diesen Umgang mit Veränderungsprozessen betrifft? Wer auch immer antworten möchte. Ich möchte da jetzt nicht immer das Wort geben müssen. Ja, ich habe gerade überlegt, also ich halte das Schulsystem, ich habe es ja eben eine 4 gegeben bei der Transformationsfreude des Systems. Wenn man sich das einfach mal anguckt, also ich habe gerade davon gesprochen, die Schülerinnen und Schüler müssen dafür ausgestattet sein, offene Zukunft zu ertragen und zu gestalten. Und wenn man jetzt durch die Schulen geht, und das konnte man in den Nachrichtensendungen in letzter Zeit ja auch sehen, wo immer wieder Schulbilder eingefangen werden. Es ist eine Uhr im Klassenraum, es ist eine Tafel im Klassenraum, die Sitzreihen stehen wie eh und jeder. Ich vermute auch, dass die meisten Schulstunden weiter nach 45 Minuten enden. Und es ist auch egal, ob es dann 60, 90 oder 55 Minuten draus werden. Also Schule ist noch gefangen in alten Strukturen und geht eigentlich davon aus, dass sich nichts geändert hat in den letzten 100 Jahren. Jedenfalls, wenn man so mal sich anguckt, wie Schule sozusagen zeitlich und räumlich strukturiert ist. Und auch die Lehrkräfte, die die Schülerinnen und Schüler unterrichten, werden ja in der Regel damit belohnt, dass sie eine Beamtenstelle bekommen. Das heißt also, Sicherheit ist ein zentrales Kriterium für die Arbeit als Lehrkraft. Und das finde ich zum Beispiel auch ein Ansatz, wo man drüber nachdenken sollte. Also die Schule ist nicht gerüstet für Offenheit und Zukunft, sondern für Beharrlichkeit und Bestand. Vielleicht kommen wir zu diesem Thema Lehrerausbildung und Beamtentum später nochmal. Das ist ja dann nochmal ein ganz anderer Exkurs. Margret, hast du da noch Ideen? Ja, ich kann dem allen nur zustimmen. Ich würde da noch einen drauf tun. Die Schule ist
Also ich bin ja eigentlich nicht so für so Kampfwörter. Du hast gerüstet gesagt, aber die Schule macht tatsächlich sowas. Also die richtet junge Menschen ab zum Erfüllertum. Auf Standards, auf Gleichschritt, auf Vergleich, auf Konkurrenz, auf völlig alte Werte, die der Transformation diametral entgegenstehen. Und auch die Überbordung der kognitiven Bildung, die fehlende Potenzialentfaltung. Also die Schule bewirkt das Gegenteil von dem, was wir brauchen. Also die Schule hat alte Werte. Das ist ja vielleicht schon genau der richtige Übergang, Margret. Das, was wir brauchen, ist die Schule der Zukunft. Und da hast du ja schon ganz viele Ideen auch wirklich ausprobiert, implementiert. Und die haben sich mittlerweile schon sehr lange auch bewährt in einem ganzen Netzwerk an Schulen. Könntest du vielleicht jetzt kurz mal ausführen, weil du jetzt auch gerade ansprachst, das Potenzial, also die Schule, das Potenzial des Potenzials. Könntest du das nochmal vielleicht kurz ausführen, wie das bei euch an den Schulen tatsächlich wirksam wird? Also ich sage mal, einige Elemente einer Zukunftsschule, die sind nicht skalierbar in dem Sinne, weil jede Schule vor Ort eingebunden ist in andere Verhältnisse, in andere Menschen, aber die Werte, die sind, da kann man nicht dran rütteln. Die Werte heißen Kinder aufbauen, statt sie zu unterrichten. Kinder in möglichst heterogenen Gruppen lernen lassen, statt sie permanent zu selektieren. Kinder, die zentralen Themen, vor denen wir stehen, das, was heute die Welt bewegt, die Sustainable Development Goals, all dieses muss zentral in die Schule und dann muss nach Lösungen gesucht werden. Also statt Arbeitsblätter austeilen, deren Lösung im Lehrerhandbuch steht, eigenen Fragen nachgehen. Und für die Herausforderungen der Zeit Lösungen suchen und diese in Handeln vor Ort umsetzen, also Selbstwirksamkeitserfahrungen machen. Rausgehen, weg, raus aus dem Klassenzimmer, rein ins Leben, lernen im Leben und die Erfahrungen reflektieren. Und das kann Projektlernen sein, das kann aber auch etwas ganz anderes sein, so etwas wie das Schulfach, also Fach in Anführungsstrichen Verantwortung, wo jeder sich eine soziale oder ökologische Aufgabe sucht oder das Lernelement Herausforderung, wo die jungen Menschen so in der 8. Klasse, 8., 9. Klasse 3 Wochen rausgehen in die Welt mit 5 € am Tag und überleben müssen und total viele neue Erfahrungen machen, vor allen Dingen auch Naturerfahrungen. Ja, und letztlich geht es um einen Haltungs- und Kulturwandel. Es geht nicht darum, jetzt irgendwelche iPads in die Klassen zu tun und zu sagen, jetzt könnt ihr im eigenen Tempo arbeiten. Es geht um einen Haltungswandel von den Kindern zu lernen, aus der Weisheit der vielen. Und das bedeutet für die LehrerInnen oder die PädagogInnen, dass sie Ermutiger, Unterstützer, LernprozessbegleiterInnen werden. Und damit sind wir dann, ich höre jetzt auf, bei der Ausbildung. Ja, das haben wir schon zum zweiten Mal anklingen lassen. Ich glaube, da werden wir in jedem Fall auch nochmal drauf zu sprechen kommen müssen. Dirk, bei dem Stichwort Selbstwirksamkeit. Inwiefern sehen wir das jetzt in dem konventionellen allgemeinbildenden Schulsystem auch? Dass wir Schülern ermöglichen, Selbstwirksamkeit zu erfahren? In einem ganz geringen Ausmaß. Ich musste eben ein bisschen schmunzeln, weil als Margret das erzählt hat mit den Kompetenzen Verantwortung und Selbstwirksamkeit, weil unsere Schülervertretung jetzt sozusagen einen Projekttag, eine Abstimmung gemacht hat, verschiedene Themen den Schülerinnen und Schülern angeboten hat, von Zweiter Weltkrieg bis Reformation. Und ein Thema war Leben lernen. Und das Thema haben die Schüler mit großer Mehrheit für den Projekttag gewählt. Darin drückt sich ja was aus.
Nämlich, dass die Schüler sagen, das, was wir hier in der Schule machen, erleben wir als wenig verknüpft mit dem tatsächlichen Leben, und wir wünschen uns dazu einen Projekttag. Tatsächlich sind die eng geführten Vorstellungen, die daran auch geknüpft sind, wir wollen dann unsere Steuererklärung ausfüllen können oder wissen, wie man Aktien kauft, aber wie auch immer das zum Teil inhaltlich gefüllt wird, klar ist, dass die Schüler selbst ein Feedback geben, sie vermissen hier sozusagen das Leben in der Schule. Und das kann ich gut teilen und auch gut aufnehmen. Wo erleben die Schüler und Schülerinnen sich als selbstwirksam, wenn zufällig gute Pädagogen und Pädagoginnen vorne stehen, wenn in AG-Bereichen, also in Randbereichen der Schule, aber nicht eben im Zentrum. Das Zentrum ist immer noch fachlich besetzt. Das Zentrum ist immer noch, und das merken wir jetzt in der Pandemie auch besonders, eigentlich sozusagen auf Leistungsbewertung ausgerichtet. Das heißt, wie oft messen wir Leistung, um dann abschließend zu einer Halbjahresnote zu kommen. In Wettbewerben erleben die Schülerinnen und Schüler sich als selbstwirksam, aber das sind eben die Randbereiche. Das ist nicht der Kern von Schule. Und da gehört es eben hin. Ich weiß noch, als ich ein junger Lehrer war, ich bin auch gar nicht so alt, aber trotzdem habe ich meinem Schulleiter damals gesagt, was ich in der Theater-AG erreichen möchte. Und da habe ich gesagt, ich möchte, dass die Schüler sich als selbstwirksam erleben. Und dann habe ich angeguckt, das war ein Deutschlehrer, gesagt, dieses Wort gibt es gar nicht. Das war Mitte der 90er Jahre, also noch nicht so lange her. Insofern eine gesamte Haltungsänderung. Ja. Ich möchte mal ganz kurz zum Abschluss bringen die Menti-Umfrage. Also, und das ist für uns natürlich auch nochmal ganz interessant. 8,6 ist der Durchschnittswert aller Zuschauer von heute Abend, die auf der Transformationsfreudigkeitsskala, also wir haben eine sehr transformationsfreudige Audienz heute, also Zuschauer heute. Und auf der anderen Seite wird allerdings auch die Transformationsfreude des Schulsystems als solches als vergleichsweise gering eingeschätzt bei 2,8. Ich beende mal jetzt das Teilen des Bildschirms, sodass wir uns auch wieder besser sehen und ihr zu Hause auch größere Gesichter seht. Diese Haltungsänderung, Margret, wie erzielt man das? Also das kann man ja nicht irgendwie einfach von heute auf morgen umklappen und sagen, wir möchten jetzt die Haltung der Kolleginnen ändern, wie auch die Haltung der Schülerinnen, sodass sie gewappnet sind für das Leben. Also wie schafft man es? Ja, das ist eine sehr schwierige Frage oder die Antwort ist sehr schwierig. Du hast ja schon gesagt, wir können keinen Schalter umlegen. Also was wir gemacht haben, zum Beispiel an der Schule, die ich aufgebaut habe, wir haben Musterbrüche eingebaut. Also Musterbrüche sind Dinge, die dich daran hindern, in altes Verhalten zurückzufallen. Denn das tun wir Menschen. Also das ist ganz normal. Oft ist es auch sogar unbewusst. Und ein Musterbruch, also der erste Musterbruch in der Evangelischen Schule Berlin Zentrum, ESBZ abgekürzt, hieß, wir lieben die Heterogenität, also wir sind ganz bewusst Gemeinschaftsschule, je heterogener, desto besser. Und dann haben wir die Heterogenität noch erhöht, indem wir in Jahrgangsmischung arbeiten. Und in Jahrgangsmischung von Kindern mit Handicap bis Kindern mit Stempelchen Hochbegabung. Ich bin nicht so ein Freund von Stempelchen, aber in sehr, sehr großer Heterogenität kannst du einfach nicht in die Klasse gehen und Belehrungskultur an der Tafel machen. Da musst du etwas anderes machen. Und dann ist es wichtig, die Menschen einzubeziehen bei der Entwicklung des anderen, weil wenn die nicht partizipieren, wenn die einfach irgendwas vorgesetzt bekommen, sind sie ja nicht Teil dieses Ganzen und identifizieren sich auch nicht. Und wir haben ein zweiter Musterbruch. Bei uns ist zum Beispiel 30% findet im Leben statt ohne LehrerInnen. Die LehrerInnen schauen schon mal, also im Schulfach Verantwortung zum Beispiel, gehen die mal vorbei und erleben zum Teil komplett andere Kinder, als sie sie im Kopf hatten. Auch diese. Bei uns ist jeder Lehrer Klassenlehrer als erstes und nicht Fachlehrer, also in seiner Identifikation oder ihrer. Und wir haben kleine Teams, so dass von vornherein die Kollegen nicht 100 Kinder und Jugendliche am Tag haben,
haben, sondern nur eine kleine Gruppe, die gut kennenlernen können und auch für sich selber in ihrem Team ihr Zuhause haben, mit Supervision, mit Fortbildung in gewaltfreier Kommunikation jedes Jahr und noch anderen Fortbildungen, die eher auf oder Weiterbildung, die eher auf diese Haltungsebene zielen. Ja, und dann je nachdem, was die brauchen, also nicht so immer für alle das Gleiche. Die einen brauchen mal vielleicht was Künstlerisches, wo sie mal out of the box geworfen werden, die anderen brauchen dies, die anderen brauchen jenes. Aber ohne jetzt Fortbildung und Musterbrüche ist es sehr, sehr schwer, weil wir einfach ganz, ganz schnell in alte Muster zurückkommen. Also was ich sehr, sehr spannend finde, wenn wir von Selbstwirksamkeit sprechen und Schulfächern wie Verantwortung und so weiter, dann geht es nicht darum, dass die SchülerInnen dann wirklich alleine sich auf den Weg machen und alles nur für sich alleine ausprobieren und die Lehrkraft sich distanziert, sondern im Gegenteil, wenn ich das richtig verstehe, ist gerade die Beziehungsarbeit zwischen den KollegInnen und den SchülerInnen dann wirklich unglaublich wichtig. Also ich selbst bin ein riesiger Fan des Lerncoachings und das habt ihr ja wirklich super institutionalisiert. Vielleicht könntest du das auch noch mal kurz ausführen. Stimmt, das habe ich noch nicht gemacht. Also jede Klasse hat 2 BegleiterInnen, die ist nicht doppelt besetzt oder so, aber 2 Menschen sind für die Klasse verantwortlich und teilen sich dann die Gruppe auf, sodass jeder für 13 Kids der Coach ist, der Tutor. Und jeder hat 2 bezahlte Stunden für Einzelcoaching jede Woche. Das ist so der Kern der Beziehungskultur und der Kern der Unterstützung. Und manche brauchen Unterstützung beim selbstorganisierten Lernen. Manche brauchen da überhaupt keine, aber unterhalten sich dann vielleicht über die Lieblingsliteratur mit ihrer Lehrerin oder über Probleme zu Hause oder. Also das ist der Kern der Beziehung. Und da ist auch die höchste Selbstwirksamkeit der LehrerInnen, wenn die plötzlich sehen, so wie Kinder Sprünge machen, wie sie sich entwickeln, wie durch diese Beziehungskultur eben das möglich wird, diese Entfaltung des Potenzials. Ja, und wenn man jetzt, sagen wir mal, Herausforderungen nimmt, wenn die nach den 3 Wochen wiederkommen, also die werden vorher auch schon gecoacht, und wenn die wiederkommen, dann haben wir einen Tag sehr tiefes Nachdenken darüber, was alles geschehen ist und so weiter. Darauf bereiten wir auch die Kollegen wieder vor, wie man dann solche Gespräche führt. Oder wenn die neu sind, die laufen mal mit in die Coaching-Gespräche bei besonders Begabten, denn da kommt es ja auf den Potenzialblick an. Wer im Defizitblick ein Gespräch führt, ein Coaching-Gespräch, der kann das Gegenteil bewirken. Ja. Wie sieht das dann in der Praxis aus? Also wenn wir jetzt uns eine klassische BeratungslehrerInnen-Ausbildung in der Schule vorstellen, die dauert, glaube ich, 3 Jahre, zumindest ist es bei uns in Hamburg so. Und wenn ich das richtig verstehe, ist bei euch ja jede Lehrkraft mehr oder weniger eine Beratungslehrerin, weil sie so nah dran ist. Also ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, wie das funktionieren kann. Ja, das ist auch eine der Krux bei der Transformation des Bildungssystems, dass die Menschen sich das nicht vorstellen können. Weil wir so in Annahmen gefangen sind. Die meisten können sich auch nicht vorstellen, dass Kinder ohne Druck und Noten begeistert lernen. Wenn die dann zu uns kommen, sagen die ganz oft, die lernen ja. Ja klar, was sollen sie sonst machen? Die lernen doch gerne. Das geht durchaus, weil die jungen Menschen, die kommen, wir machen erst mal 3 Tage, bevor überhaupt die Schule anfängt, eine ganz andere Form von Kennenlernen, von in Kontakt kommen mit den anderen Kollegen. Du hast dann ebenso ähnlich wie jetzt bei Corona, da haben wir ja auch gesehen, dass doch etliche, relativ viele sogar LehrerInnen plötzlich sich in die digitale Welt eingearbeitet haben. Die hätten das sonst wahrscheinlich noch Jahre hinausgeschoben. Ich muss erst ausgebildet werden und, und. Und dann haben sie plötzlich so, wow, hat sie das selber so, sie haben Selbstwirksamkeitserfahrung gemacht und sie haben gemerkt, wow, es geht ja. Ne? Also viel ist bei uns einfach die ganze Atmosphäre, der ganze Geist
Du kommst da in diese Schule und das sagen zumindest alle, die besuchen kommen, und das sind sehr viele. Hier weht ein anderer Geist. Ne? Und die sind eben offen, auch von den jungen Menschen zu lernen. Ja, diese Teamwork, du kannst mit anderen Kollegen sprechen, du kannst über Fehler und Ängste und so weiter sprechen und dazu dann diese Fortbildung. Ja, also toll. Es ist ein Sammelsurium und es ist eine eigene Persönlichkeitsentwicklung. Es gibt ja dann auch noch, damit ich das hier mal gesagt habe, es gibt ja auch außer gewaltfreier Kommunikation, gibt es ja noch andere Dinge, so zum Beispiel themenzentrierte Interaktion, eine Ausbildung oder auch Intus hoch 3, das ist so ein Programm zur Haltungsänderung, das läuft über Filme, das ist auch sehr erfolgreich. Da lernst du eben in Beziehung zu gehen. Ja, und solche Dinge können ja noch parallel auch eingesetzt werden oder Kollegen, die das noch möchten. Aber das Wichtige ist eigentlich, du musst nicht perfekt sein, du kannst Fehler machen. Wir gehen selber in Beziehung, die Lehrerkonferenzen fangen mit einer Lob- und Dankesrunde an, wir haben jede Woche die Schulversammlung und so weiter. Also du bist in eine große Gemeinschaft eingebunden und wir, bei uns ist die Devise, wir fangen an und werden immer besser. Halte ich für super wichtig. Ich denke, die Fehlerkultur ist etwas, was einfach von Schule zu Schule sehr unterschiedlich ist. Dirk, wir wissen nicht erst seit Hetti, wie wichtig Beziehungsarbeit ist zwischen LehrerInnen und SchülerInnen. Wie macht ihr das? Wie schafft ihr das? Oder wie habt ihr zumindest Ansätze bei euch in der Schule, dass ihr nah dran seid an den Schülern? Das ist jetzt eine Frage. Ich war gerade dabei zu überlegen, wie das Projekt Verantwortung im Augenblick seit Dezember unsere Schülerinnen und Schüler eigentlich schon beschäftigt, denn sie sind im Augenblick in der Verantwortung oder in der Herausforderung. Herausforderung. Denn was sie jetzt in den letzten 3 Monaten geleistet haben, ist tatsächlich, da sieht man auch, wenn man die Schüler dann zwischendurch präsentisch im Unterricht sieht, was das mit denen gemacht hat. Also das ist ein Projekt, sozusagen Herausforderung, was wir nicht organisiert haben, sondern was das Leben sozusagen als Lehrmeister uns gegeben hat. Aber wie sind wir nah dran in Schülern? Wir haben natürlich Klassenlehrerstunden, wir haben auch so ähnlich, wie Margit das eben beschrieben hat, am Anfang der 5. Klasse Stunden, um die Schüler kennenzulernen. Wir haben auch selbstgesteuertes Lernen. Das sind alles auch Angebote, die sozusagen der Differenzierung, der Individualisierung der Schüler und Schülerinnen entgegenkommen. Aber die erschöpfen sich häufig auch eben in Organisations- und Verwaltungsfragen und weniger in Haltungsfragen. Also wenn die Haltung nicht mitwächst, dann bleibt es auf so einer Organisationsebene. Dann guckt man als Schulleiter bei der Unterrichtsverteilung, wer hat noch eine Stunde frei und der kriegt ein Lernstudio oder eine Segelstunde. Und so geht es eben nicht. Das hat Margit ja eben deutlich gemacht. Und ich höre immer mit Neid, wenn ich sozusagen, als wir die Schule aufgebaut haben. Ich bin ja Schulleiter einer Schule, die demnächst ihr 800-jähriges Jubiläum feiert. Das heißt, hier gibt es einfach Traditionsstränge, die sind so wenig im Bewussten und so wenig greifbar, dass jeder Veränderungsprozess auch auf Resonanzen stößt, von denen man die Quelle gar nicht kennt. Und ein solches System, was so eine Beharrlichkeit im Genen hat, sozusagen in den Genen hat, das in eine Transformation zu bringen, das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung. Und tatsächlich muss ich sagen, ich bin mehr gescheitert als vorangekommen in den letzten 4 Jahren. Zwei ganz tolle Themen. Nochmal, wenn du sagst, es sind einerseits sozusagen die schulinternen Pfadabhängigkeiten, die einen da irgendwie vor großen Herausforderungen stellen, gibt es auch administrative Schwierigkeiten, wenn man jetzt zum Beispiel ein neues Schulfach einführen möchte? Also da haben wir als Ersatzschule oder als freie Schule, das wird Margit ja auch kennen, tatsächlich ein paar Freiheiten mehr, das schneller umsetzen zu können. Das machen wir auch, indem wir 2 Praktika machen und Projekttage, Unterrichtsfächer auch mal ausprobieren. Das geht schon. Aber natürlich sind wir in der doppelten Trägerverantwortung. Wir haben einmal die Kirche. Und bei der Kirche ist das erste Argument häufig Refinanzierung. Und das ist natürlich ein Argument, wenn man Schule transformieren möchte, ist Refinanzierung eher ein Bremsklotz. Und wir haben auf der anderen Seite, was die Abschlüsse betrifft, das Land, was dann auch sagt, ihr müsst aber beachten, dass die Vorschriften eingehalten werden, weil es ja immer auf zentrale Prüfungen hinausläuft. Ja. Und wenn ich mir das wünschen würde, als Margit das eben erzählt hat, was ihre Lehrkräfte so machen, wir haben so eine Art Lehrerplakat oder Lehrerinnenplakat, das sieht man gerade nicht, das sind 100 Mitarbeitenden, also kein Lehrerplakat, sondern Mitarbeitendenplakat.
Da sind 100 oder 99 Menschen und ein Hund drauf zu sehen, weil das alle Leute sind, oder alle Menschen, alle Lebewesen sind, die bei uns in der Schule tätig sind. Und da sind eben Lehrkräfte nur knapp 80, also inzwischen über 20 Leute, die mit Beratung, mit pädagogischer Mitarbeit, Schulsozialarbeit, der Schulhund, der IT-Administrator, also viele Leute, die nicht mehr LehrerInnen sind. Und wo man merkt, einfach, da verändert sich Schule auch im Sinne multiprofessioneller Teams. Und das finde ich auch, was das neben der Fortbildung, wie Margret das eben beschrieben hat, Richtung Beratung, gewaltfreie Kommunikation und auch eine ganz wichtige Rolle spielt. Die Teams verändern sich, die Zusammensetzung der Mitarbeitenden in den Schulen. Super. Dann nochmal, möchte ich nochmal ganz kurz zurückkommen auf das, was ihr gerade schon gesagt hattet, du gerade zu deinem Scheitern, Dirk. Welches sind denn eure Lieblingsfehler? Von welchen Fehlern habt ihr denn am meisten gelernt? Das ist eine schwierige Frage, aber ich finde die immer sehr spannend, weil man, gerade wenn man sagt, man möchte einfach eine offene Transformation gestalten und man muss bereit sein, Fehler zu machen und in die Sackgassen zu gehen. Was hat überhaupt nicht funktioniert? Und im letzten Endes konnte man trotzdem sagen, man hat vieles daraus gelernt. Das Problem ist, man hat so einen scharfen Blick auf die Fehler der anderen. Also ich würde mal so sagen, da ich ja die Fehler gar nicht so als schrecklich sehe, also Fehler, ich weiß jetzt gar nicht, so, das war jetzt ein Fehler, ne? Also was ich schon mal ab und zu nur habe, ich bin ja ich agiere sehr stark aus der Intuition heraus. Es passiert mir schon mal, dass ich gespürt habe, dass jetzt solltest du dies und jenes tun und dann habe ich das nicht gemacht und dann war mir spätestens in der U-Bahn schon klar, dass ich das hätte tun sollen. Und ja, das würde ich so jetzt nicht als Fehler, aber wenn ich da manchmal dann, obwohl ich ein inneres Wissen hatte, was jetzt zu tun wäre, es nicht getan habe, dann hat sich immer gezeigt, dass mein inneres Wissen mir den richtigen Weg gewiesen hätte oder einen besseren Weg. Dirk, welche Schulentwicklungsprojekte sind denn bei dir gescheitert oder jetzt in den Schulen, in denen du tätig warst? Also vor allen Dingen, also immer wenn es darum geht, Fächergrenzen aufzuheben und aus der Fachlichkeit ein bisschen rauszukommen in überfachliche Projekte oder in Projekte, die sich mehr an Bildungszielen wie Nachhaltigkeit oder Demokratiestärkung orientieren, immer dann werde ich zurückgepfiffen, weil da einfach Pfründe gefährdet werden, die über Fachlichkeiten abgesichert sind. Das ist eben das Problem, dass man als Lehrkraft, also zumindest am Gymnasium, sehr fachlich ausgebildet wird, auch als Fachwissenschaftler eigentlich mehr oder weniger studiert mit Pädagogik und oder Psychologie als Nebenfächer, so war es wie was früher. Und das aufzubrechen, da sind wir schon häufiger gescheitert. Also immer wenn ich versucht habe, Fächerübergriffe oder Bildungsziele in den Blick zu nehmen und eigentlich das aufzulösen, was das Kerngeschäft, ein Lieblingskampfbegriff am Gymnasium, was das Kerngeschäft des Gymnasiums ist, nämlich, und jetzt kommt, wird sich Margret freuen, Unterricht. Das ist nämlich das Kerngeschäft. Mir hat das sehr gut gefallen, als du das vorhin gesagt hast, mit dem Aufbauen statt Unterrichten. Das finde ich sehr schön. Ich glaube, Pädagogain oder sowas, der griechische Begriff, hat auch eher was mit Pflanzen und Wachsen zu tun und Aufbauen und nicht mit Unterrichten. Von daher finde ich das sehr schön. Ja, wenn du möchtest, komme ich mal in eure Schule. Ja, hat sich schon gelohnt. Danke. Manchmal ist jemand von außen. Ja, es ist so. Wenn es gerade um so wesentliche Dinge geht, ist der oft der Türöffner. Also für die Erstinfektion, sage ich jetzt. Nicht in diesen Zeiten, bitte von Infektionen sprechen. Kann ja alles, wenn der gute Virus läuft, kann ich dir sagen, exponentiell. Wenn es der gute Bildungstransformationsvirus ist, dann ist alles gut. Genau. Vor allen Dingen haben wir gerade ein Gymnasium, was den Friday eingeführt, also ein Gymnasium, was völlig normal war, sage ich jetzt mal, so wie du beschrieben hast. Und
nach 2 Tagen sich jetzt auf eine richtige Transformation begeben hat und schon den Friday eingeführt hat über 3 Jahrgänge und so weiter. Man kann sich mit denen dann auch mal verknüpfen oder die Kinder da mal sprechen lassen oder die LehrerInnen, was es mit denen gemacht hat. Und ihr seid ja ein evangelisches Gymnasium, da kann ich dir auch alles von Luther ableiten, was wir machen. Musst du gar nicht. Ja. Margret, ich glaube, Friday musst du noch ganz kurz erläutern für die ZuschauerInnen. Ja, ganz kurz. Also ich will noch etwas dazu sagen. Wir fahren gerade vor die Wand mit unserer Lebensweise. Höher, schneller, weiter, mehr, mehr, mehr in Konkurrenz gegeneinander. Hochgebildete Leute mit Universitätsabschlüssen haben eine Welt gebaut, die ungerecht ist, die massiv Menschenrechte verletzt, die ökologisch uns in die Katastrophe führt, sehenden Auges gerade und so weiter. So, jetzt haben wir die Sustainable Development Goals, die 17 Ziele, die bis 2030 erreicht werden sollen, die die Weltgemeinschaft verabschiedet hat. Die UNESCO hat daraufhin ein Weltaktionsprogramm verabschiedet und fordert den Paradigmenwechsel ein, über den wir gerade hier sprechen. Und Deutschland hat mit einer Kommission hochrangig besetzt, 1,5 Jahre, daran gearbeitet, den Weltaktionsplan der UNESCO in einen nationalen Aktionsplan umzusetzen. Wir brauchen jetzt Visionen, Paradigmenwechsel und so weiter. Das weiß so gut wie keiner. Und der ist schon seit Juni 2017 verabschiedet. Da können wir uns drauf berufen, haben alle Länder ratifiziert. So, und da stehen tolle Sachen drin in dem nationalen Aktionsplan. Und da klar geworden ist, worüber wir auch schon gesprochen haben, dass es super schwer ist, so einen Haltungswandel bei Lehrern einzuleiten oder dass die einfach Partizipation leben, Kinder und Jugendliche beteiligen und so weiter, ist wahnsinnig schwer. Da hat Deutschland Riesendefizite gegenüber anderen Ländern. Ist in dem nationalen Aktionsplan immer wieder gefordert, wir brauchen unverzweckte Freiräume, also nicht mit Curriculum belegt, unverzweckte Freiräume für die großen Themen der Zeit, die dann den Jugendlichen sozusagen, die Zeit gehört dann den Jugendlichen und die eignen sich Wissen an und gehen mit diesem Wissen dann ins Handeln, in der eigenen Schule oder in die Kommune. Und aus diesen unverzweckten Freiräumen, die auch im Übrigen die UNESCO jetzt super stark einfordert, weil die UNESCO sagt jetzt, lernen die Welt zu verändern, ist der Sinn von Schule, haben wir den Friday gemacht bei Schule im Aufbruch. Auch noch inspiriert durch die Fridays for Future Bewegung. Und der Friday bedeutet einmal die Woche, ja, sozusagen ein Projekttag mit mindestens 4 Stunden. Der Unterschied zum normalen Projektunterricht, den ja auch schon viele Schulen, na viele nicht, aber etliche Schulen machen jede Woche, ist der Friday findet in Jahrgangsmischung statt. Und die Kinder und Jugendlichen suchen sich ihr Thema, was sie interessiert, wo sie sich reinhängen wollen und arbeiten dann in Leidenschaftsgruppen, nenne ich das immer. Also nur mit denen, die sich für dasselbe interessieren und nicht die ganze Klasse hat ein Thema. Damit entfallen auch diese Energiefresser, so Kinder, die keine Lust auf das Thema haben und dann so mit schlechter Energie reingehen. Und du kannst auch am Friday vielleicht 2 Jahre dich mit einem Thema beschäftigen. Vielleicht wird daraus sogar eine Gründung. Also was könnten Themen sein? Wir machen die Schule plastikfrei. Wir kümmern uns in unserer Kommune darum, dass jedes Kind ein gutes Frühstück kriegt. Wir bauen Bio-Kiosk auf. Wir pflanzen Bäume und. Also alles Mögliche. Und das Dritte ist, der Friday hat also Wissen, Handeln. Und das Dritte heißt, wir bauen starke Netzwerke. Denn es ist ja die Expertise, das Fachwissen ist ja da für alles, aber nicht in der Schule, sondern außenrum. Also entweder in NGOs oder bei Unternehmen, die Design Thinking können und in die Schule kommen könnten und mal so einen
Prozess begleiten. Der Imker, der Biobauer, Eltern, die beruflich in der Solarbranche zum Beispiel arbeiten und so weiter. Also wir holen, und dadurch, dass das 4 Stunden sind, Künstler auch natürlich total wichtig, die transformative Kraft der Künste. Den Raum haben wir jetzt einfach mit den 4 Stunden, dass die alle mitwirken können und die Lehrer dadurch auch entlastet sind. Der Friday hat eine hohe transformative Kraft für die Erwachsenen, die Pädagoginnen, weil die den nicht planen können. Und weil sie sich ja einlassen müssen und den Mut haben müssen. Wir haben schon Schulen, die den machen, und die Pädagoginnen sind total begeistert, weil sie plötzlich sich freuen an dem, was in den Kindern steckt. Und ja, die ganze Schule freut sich immer auf den Friday. Und unser Ziel ist es, bis 2025 12.500 Schulen erreicht zu haben. Das Ganze läuft über dem Stichwort Bildung für nachhaltige Entwicklung, was ja ganz oben auf der Agenda steht gerade. Und dadurch geben wir BNE mal so eine Kraft. Ja, BNE ist so unbekannt. Immer geht es nur um Digitalisierung. Am Friday kannst du auch tolle Sachen digital machen, aber es geht darum, ins Handeln zu kommen und eine ökologische Welt zu gestalten und zu merken, wow, ich kann was bewirken, ich kann Changemaker sein, ich bin wichtig, Hoffnung zu kriegen. Das größte Defizit ist das Hoffnungsdefizit und damit wollen wir eine neue Welt bauen, das funktioniert doch nicht. Ja, und der Friday ist eigentlich so ein Türöffner. Die Brücke zwischen dem Alten, was du noch 4 Tage in der Woche machen kannst, und dem Neuen, und wo du bei dem Neuen plötzlich merkst, boah, so ein bisschen wie jetzt mit Corona und LehrerInnen, die da plötzlich die Digitalwelt erforscht haben. Ziel ist natürlich 5 Tage Friday hinterher, aber so als Einsteiger, als Türöffner, und dann für tatsächlich jede Schule, und wir haben auch inzwischen jede Schulform dabei. Ist so völlig das, was gerade nicht funktioniert, wenn man sich überlegt, wie die Ministerien und auch die Kolleginnen, die Lehrkräftekolleginnen überlegen, wie holen wir die Defizite, die durch Corona entstanden sind. Da mache ich schon mal eine Pause, weil ich finde, das stimmt nur sehr gering, denn man kann vielleicht über fachliche Defizite sprechen. Was die SchülerInnen im Augenblick gelernt haben in den letzten 3 Monaten, lässt sich kaum ermessen. Mhm. Aber wie kann man diese fachlichen Defizite aufholen, dass die Schüler und SchülerInnen am Ende der Schullaufbahn denn trotzdem irgendwie ein gleichwertiges Abitur haben? Schon die Fragestellung verrät eigentlich alles, worauf das System Schule schaut. Und ansonsten, Margret, was du gerade gesagt hast, also ich habe mir überlegt, im Vorgriff des heutigen Gesprächs, ich würde gerne öffnen, also Jahrgänge öffnen, die Schule öffnen zur Gemeinde, ich würde die Unterrichtszeiten öffnen, die Räume öffnen. Und dann sieht man aber die Kollegen, die ausgebildet sind, eigentlich für geschlossene fachliche Begleitung. Da passt die Öffnungsperspektive und die Ausbildung der Lehrkräfte, wir hatten das am Anfang ja das Thema, das passt nicht. Da denke ich, das ist ein so langer, verschlungener Weg. Und ich weiß nicht, ob mir dazu die Kraft reicht, die Lehrkräfte zu Öffnungsbegleiter werden zu lassen. Das sehe ich nur sehr bedingt, aber ich glaube, und du bist ja ein Beispiel, Margret, dass das möglich ist. Glaub mal daran erstmal. Du hast ja erstmal noch Annahmen im Kopf von 800 Jahre Versteinerung. Vielleicht können wir uns tatsächlich nochmal in. Diese alten Werte, die werden ja nicht gelebt im 19. Leben. Also vielleicht kann man eben tatsächlich, du nimmst denn ja nicht die Werte, du baust ja nur jetzt Strukturen, dass diese Werte wirklich viel besser gelebt werden können. Ja. Die Frage, die sich mir dann stellt, ist, welches Unterstützungssystem brauchen Schulen, um sich auf einen solchen Transformationsprozess zu machen? Margret, ich weiß, dass ihr sogenannte TransformationsbegleiterInnen habt, die auch wirklich die Schulen auf ihrem Prozess dann begleiten. Ist das etwas, das wir uns auch durch den Staat, durch die Schulbehörden vorstellen könnten? Oder muss das zum Beispiel durch so ein Netzwerk sein? In anderen Worten, wie ist ein solches Unterstützungssystem skalierbar? Naja, erstmal muss man, so wie wir ja systematisch, die Kraft des Peer-Learning vernachlässigen in Deutschland. Also Schüler, also Jugendliche, Kinder unterstützen andere. Damit entlasten sie ja die Lehrkräfte total.
So haben wir auch wenig Erfahrung, wie sich ein Netzwerk selber befähigen kann, indem nämlich dann die sich zusammentun und kann es ja heute auch alles per Zoom und voneinander lernen oder wie habt ihr dies und jenes gelöst und so weiter. Also das, was wir digital gerade machen, also um Digitales auszutauschen, meine ich jetzt, kannst du natürlich auch über bestimmte andere Dinge. Trotzdem braucht eine Schule, die Schulen sind ja alle am Limit, braucht eine Schule jemand, der sie begleitet, wenn man sich wirklich tief transformieren will. Wenn man nur kleine Sachen einführen will, kann man das noch alleine. Aber wenn man sich tief transformieren will, muss er erst einmal durch den Schmerz gehen und so weiter. Also da brauchst du tatsächlich Begleitung. Und im Schulsystem gibt es in allen Bundesländern Schulentwicklungsbegleiter. Das heißt, es gibt bezahlte Menschen im System, die aber leider nur das Alte kennen. Und so kann man zum einen Schulentwicklungsbegleiter weiterbilden. Vielleicht ist nicht jeder in der Lage dazu, aber bestimmt etliche, dass sie Schultransformationsbegleiter werden. Das wäre das eine. Und da habe ich auch jetzt in zwei Bundesländern, sind wir da gerade bei zu überlegen. Und das andere ist, wir haben gute Leute in der Wirtschaft. Ich meine jetzt nicht die großen Beraterfirmen, die auf Effizienz und Kündigung und so gehen, sondern andere. Und mit denen sind wir auch im Gespräch und die haben auch so richtig, richtig Lust mit ihren eben humanen Methoden, Art of Hosting und wie die arbeiten. Also, dass die Menschen wirklich Vertrauen auch kriegen und ja, sich einlassen auf solche sehr persönlichen Dinge auch. Das bauen wir gerade auf. In Bayern. Ja. Dirk, vielleicht noch abschließend jetzt in der Runde. Was würdest du dir denn wünschen an Unterstützung als Schulleiter? Ja, genau. Also es gibt so außerschulische und innerschulische Unterstützung. Für die innerschulische Unterstützung bin ich ja selbst zuständig. Das heißt, die Kollegen und Kolleginnen zum Aufbruch zu motivieren, die Entwicklungsziele attraktiv machen, ermutigen. Die außerschulische Unterstützung, da habe ich auch überlegt, also es gibt ja neben dem Peer-Learning auch für Schulleitungen und für Schulen sowas wie Best Practice. Ne? Ich habe heute oder gestern gerade die Nachricht gekriegt, welche Schulpreisschulen gerade wieder unterwegs sind, da zu gucken, was haben die ausprobiert. Da geht es ja nicht darum, sozusagen von den besten drei das Beste zu übernehmen, sondern zu gucken, was passt eigentlich auf meine Schule. Von dem, was die ausprobiert hat, da muss man manchmal ja auch transformieren. Ja, und ansonsten, ich habe meinem Träger mal irgendwann gesagt, ich würde mir wünschen, einfach nur den Rücken frei zu halten von solchen Dingen wie Sicherheit, Bau und Personal, dass ich mich darauf verlassen kann, kriterienorientierter unterstützt zu werden, damit ich Schule entwickeln kann. Und das kennt Margret ja vielleicht auch, man wird ja immer wieder in diese Strukturen hineingezogen, für die man weder ausgebildet ist noch kompetent. So Entscheidungen zum Thema Bau, welches Rohr soll in die Wand? Das weiß ich einfach nicht. Da muss ich mich darauf verlassen können, dass mir dieser Rücken freigehalten wird, damit Schule, genauso wie das eben beschrieben worden ist, sich entwickeln kann. Also haltet mir den Rücken frei, damit Schule transformiert werden kann. Danke euch beiden jetzt erstmal für die erste Runde. Ich habe gerade mal kurz durchgescrollt. Wenn ich das richtig sehe, sind das schon weit über 30 Fragen. Ich entschuldige mich jetzt schon, dass es uns nicht gelingen wird, all diese Fragen abzuackern. Aber ich würde jetzt trotzdem einfach mal beginnen. Josephine fragt, welche Fähigkeiten müssen LehrerInnen der Zukunft mitbringen? Wie muss sich die Ausbildung verändern, um dem gerecht zu werden? Wir haben es ein bisschen schon angesprochen, aber vielleicht könnte da einer oder beide da nochmal kurz drauf eingehen. Ich wollte zwei Dinge sagen, die mir ganz wichtig sind. Weg von der rein fachlichen Ausrichtung hin zum beratenden Blick, begleitenden Blick auf die Schülerin und diese Teamfähigkeit, also die Fähigkeit, bei offener Tür in einem multiprofessionellen Team zu arbeiten. Und das, ich weiß nicht, wie die Lehrkräfteausbildung im Augenblick ist, ich habe das etwas nicht gehabt. Also diese beiden Kompetenzen werden mir am wichtigsten. Ja, also die Lehrerausbildung ist leider noch altbacken. An einigen Universitäten haben Studierende das Heft in die Hand genommen und haben selber etwas organisiert, damit neue Erfahrungen gemacht werden können, unter anderem auch Lernreisen zu Schulen, die anders arbeiten.
aber auch andere Dinge. Das Schwierige ist ja auch, die kommen ja vom Gymnasium in die Uni und sagen, kriege ich dafür Punkte, ist das prüfungsrelevant, sonst mache ich das nicht. Also da sieht man ja schon, wohin wir diese Kinder da, diese lernbegierigen Kinder gebracht haben. Die brauchen mindestens eine biografische Reflexion mit richtig guten Leuten. Wenn ich mit Studenten arbeite, da laufen Tränen und Tränen und Tränen, weil sie nie einer mal wirklich gefragt hat oder sie über bestimmte Dinge nachdenken konnten. Da gibt es viele Programme. Ich habe das schon mal vorgeschlagen. Ich habe so eine pädagogischen Führung, habe ich mal so einen Bericht, also einen Aufsatz geschrieben. Es gibt ein ganz tolles Programm, das heißt C-Learning. C steht für Social, Emotional, Ethical Learning. Ein super Programm, ganz viel evaluiert. Der Dalai Lama hat daran mitgearbeitet und der Goldman und so weiter. Das kommt jetzt gerade in den deutschsprachigen Raum. Wenn das die Studierenden durchlaufen würden, dann hätten sie selber eben die Erfahrung gemacht. Ich erzähle noch mal eine Geschichte vor. Ich bin ja auch in Österreich sehr aktiv. Und da haben wir jetzt ein Programm. Da gibt es Schulen, die sich beteiligen und Unis. Und die Schulen geben den Studierenden eine Aufgabe. Meinthalben, wie kriege ich unsere, wir haben keinen Kontakt zu den Eltern, manche kommen nicht, wie kriegen wir das hin? Oder die Kinder bringen kein Frühstück mit. Oder. Also querbeet. Und die Studierenden kriegen eine Unterstützung über Design Thinking. Schauen, machen eine Nutzeranalyse und so weiter und kommen dann mit Vorschlägen. Als die das vorgestellt haben, dann habe ich die befragt und dann fing auch einer an zu weinen. Und dann habe ich gesagt, was ist denn los? Dann haben die gesagt, wir sind so glücklich, wir waren auf gleicher Augenhöhe. Wir waren als Studierende auf gleicher Augenhöhe wie die Schulleiterin und die Lehrer. Die haben sich so gefreut, was wir da eingebracht haben und wie wir das bereichern konnten. Also ich will sagen, Sie müssen Erfahrungen von Augenhöhe machen, sonst können Sie im Klassenzimmer keine Augenhöhe leben. Sie müssten eigentlich auch zusammen Sozialpädagogen und LehrerInnen müssten zusammen etwas Neues lernen, wo keiner einen Vorsprung hat, weil die verstehen sich ja immer noch nicht gut. Sondern ist ja schon seit langen Jahren, ist ja da so ein Konflikt von oben stehend, unten stehend, freiwillig, nicht freiwillig. Etwas Neues machen, von mir aus eine Herausforderung und so weiter. Also die Elemente müssen die alle selber miterlebt haben. Ich mache jetzt hier eine Reihe an der Leipziger Uni zum Thema Klima und da müssen die natürlich auch selber Aufgaben lösen. Da müssen die schauen, wie sieht es aus? Hat die Stadt Leipzig hier ein Klimaprogramm? Wie wollen die Schulen ökologisch, klimaneutral machen und so weiter, dass die diese ganze Recherche und alles machen und dann auch eine Umsetzung haben. Also so, das muss einfach total anders gelebt werden. Wir haben gerade zwei Unis, die wollen den Friday einführen für die Studenten. Das finde ich super. Haben wir schon ein paar Professoren gefunden, die da mit in so eine Gruppe gehen. Schon infiziert. Aber es ist sehr, sehr schwierig. Also es ist gar nicht zum Lachen. Es ist, also ich habe jetzt ja auch so ein bisschen, es ist sehr ernst. Es ist total ernst, wie die auf die alte Welt und in der alten Welt wieder auf das Alte fokussiert werden. Das ist richtig schlimm. Und im Seminar geht es dann weiter so. Dann würde ich tatsächlich da kurz eine Frage anschließen. Inwiefern war jetzt das, was wir im vergangenen Jahr erlebt haben, eine so große Disruption, dass es vielleicht auch tatsächlich eine Veränderung in der Haltung bedeuten kann? Dirk, ich gebe an dich. Ich kann auch was sagen, aber ich habe gerade so viel gesagt. Also im Prinzip haben wir das ja schon geäußert. Also das ist ja das Bild, was mit der Pandemie auftauchte, mit den ersten Tagen, war ja, wir fahren auf Sicht. Mhm. Und das ist ja etwas, was deutlich macht, die Welt gerät in Bewegung und es ist nicht mehr verlässlich, nichts ist mehr sicher, nichts mehr planbar, sondern wir müssen in der Lage sein, die Welt in der Bewegung zu gestalten. Das habe ich am Anfang schon gesagt. Mhm. Von daher war das eine große Erfahrung. Die Schüler und Schülerinnen haben sich auch verändert, je nachdem, wie sie mit
mit der Pandemie umgegangen sind. Also es haben ganz Schüler, die vorher ganz still waren, sind plötzlich gewachsen und gereift nach den ersten 3 bis 6 Wochen Homeschooling in die Schule zurückgekommen und hatten plötzlich ein Warum in den Augen, was die Schule in 2 Jahren nicht geschafft hätte. Und das, was Margaret eben das Projekt Herausforderung institutionalisiert hat, das bietet diese Situation ja insgesamt. Also von daher, ich weiß gar nicht, also ob wir neben der Demokratie und der Nachhaltigkeit oder der ökologischen Krise noch die Pandemie gebraucht hätten, bin ich mir nicht sicher. Also das ist eine andere Art der Destruktion gewesen, aber keine quantitativ neue. Also meiner Meinung nach müssen wir ein bisschen aufpassen. Also ich rede nicht dagegen, ich mache mal einen Und dazu. Wir drohen ja in die Digitalisierungsfalle zu laufen. Also zu glauben, natürlich gibt selbstbestimmtes Lernen, was ja die digitalen Medien auch eher ermöglichen, auch den Schülern mehr Individualität. Aber diese alte Schule dann in so eine Digitalität zu bringen, ist mitnichten eine Veränderung auf neue Werte in der Gesellschaft. Was ich total vermisse, ja, jetzt sollen sie alle ein iPad kriegen. Ja, super. Wird überhaupt mal mit den Schülern und den Lehrern gesprochen, krass gesprochen, wie die iPads hergestellt werden, wie in Afrika Kinder dafür Kinderarbeit machen, wie da in den immer wieder neue Geräte kommen, wie viel Strom die verbrauchen und wie nachher der ganze Elektromüll wieder in Afrika landet und die Kinder sich vergiften. Jetzt wollen wir alle iPads. Ja, wie sollen die denn aussehen? Wie sollen die denn fair hergestellt werden und so weiter? Sonst nehmen wir die nicht, sonst kaufen wir die einfach nicht. Das wäre doch mal eine schöne Revolution. Hier gibt es auch noch Anschlussfragen im Bereich der Digitalisierung oder Endlich. Digitalisierungsfalle, zum Beispiel von Sinuk und Franz, die sagen, inwiefern werden digitale Elemente im Lehramtsstudium eingebunden? Kommt auf die Profs an. Aber oft nur in Form von PowerPoint und so. Bei Referaten und es ist kein extra Fach, so dass man sagen würde, Umgang mit neuen Medien, wobei die Frage ist, so neu sind sie ja nicht mehr, dass das ein Thema ist oder Datenschutz oder was Margaret gerade erzählt hat, Nachhaltigkeit der Geräte. Das kommt übrigens in den Deutschbüchern durchaus vor, bei Erörterungsthemen, iPad und was bedeutet das überhaupt, so diese Geräte zu nutzen. Das ist bei den Schülern auch schon bewusst. Die Schüler sind schon politisch, zumindest an meiner Schule, gut aufgestellt, mit Fridays for Future auch unterwegs, in Fairtrade-Schule. Also da gibt es ein Bewusstsein für diese Fragen. Aber natürlich ist diese Digitalisierung als Selbstzweck, die im Augenblick anläuft. Und das wird ja noch forciert dadurch, dass in so einer Stadt wie Hildesheim, an der es 7 Gymnasien gibt für 100.000 Einwohner, wenn du da die Schule hast, die keine iPads einführt, kannst du eigentlich dicht machen, wenn da keine E-Screens an der Wand sind. Von daher müssen wir, also wir kommen nicht drum herum, aber man muss mit einem Problembewusstsein und mit dem klaren Blick darauf, dass es Medien sind, die eine dienende Funktion haben und mehr nicht. Und ich meine, du hast uns ja im Vorfeld die Frage gestellt, was ist mit Bildung 2030? Da habe ich so gedacht, da wird alles, was jetzt der Digitalpakt anschafft, muss da das erste Mal komplett ersetzt werden. Das war so meine erste Oh, Idee. ja, Zur Bildung 2030. ja. Ja, naja, wenn's Apple. Oh, habe ich es gesagt. Das hält manchmal 10 Jahre, so ein Apple-Gerät. Jetzt Schleichwerbung ist beendet. Diese Aber danke. Veranstaltung enthält Produktplatzierung. Vielen Dank aber für die Ehrlichkeit. Es gibt ganz viele Fragen in dem Bereich, in dem wir uns eigentlich schon auch eine lange Zeit aufgehalten haben. Also wie schaffen wir es und wie lässt sich tatsächlich das alles umsetzen? Dazu spezifisch fragt David, lässt sich diese neue Form des Lernens und Lehrens überhaupt in Lehrpläne fassen? Die lässt sich weder in 45 Minuten fassen noch in Lehrpläne. Also das muss ja alles umorganisiert werden. Das, was ich vorhin gesagt habe mit der Öffnung, gilt ja für alles, was uns vertraut ist. Für Jahrgangsklassen, für 45 Minuten, Stunden, für Räume, die eine Tür haben und oder nicht abgeschlossen, geschlossen sind. Natürlich muss das eine große Öffnungsdiskussion geben und eine große Bereitschaft vom Fachlichen auch loszulassen. Was lässt sich in Lernpläne schreiben? Eine Freundin von mir schreibt gerade für ein Ministerium einen solchen Plan für transformative Bildung.
Gut, dann können wir gespannt sein. Also wenn sich tatsächlich unsere Lehrpläne in Lernpläne verändern Ja, sollten, das dass dauert das. nur leider mindestens 10 Jahre und so viel Zeit haben wir Wir nicht mehr. kennen's. Deswegen müssen wir selber anfangen. Ja. Endlich mal auch eine kritische Frage von Ramadan, der sagt, sind solche Ansätze nicht etwas utopisch, wenn bestimmte Grundlagen nicht gelegt werden? Und auf was sollen Schüler überhaupt aufbauen? Wie? Die Frage verstehe ich jetzt nicht. Ich Also verstehe die Frage. Kinder, die noch nicht in der Schule waren, lernen jeden Tag mit Begeisterung etwas Neues. Sie brauchen keinen Lehrer. Sie lernen laufen, sprechen, singen, tanzen, in Teams zu arbeiten und so weiter. Dann kommen sie in die Schule und dann verlieren sie das. Also wir bauen auf die natürliche Lernfreude der Kinder, auf ihre Neugier, auf ihr Gerechtigkeitsgefühl, auf ihr helfen wollen. Helfen ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Ja, tatsächlich, wenn Sie was hören, was nicht in Ordnung ist, dass Sie das ändern wollen, dass Sie viel mehr Beharrungsvermögen haben als Erwachsene, die sich von irgendeinem Amt sofort abspeisen lassen, wenn die sagen, das geht nicht. Also wenn wir diese Kinder, diese ganze Weisheit auch, was diese Kinder in sich haben, wenn wir dafür die Räume öffnen, dann ist alles da. Ich vermute mal, die Frage zielt vor allem so auf Inhalte und Lernstoff. Diese gute alte, also wenn man sozusagen den Lehrer auf RTL mal geguckt hat, dann war es ja immer so, dass eine Unterrichtsstunde daraus bestand, dass am Anfang das Geburtsdatum von Goethe an der Tafel stand und am Ende der Stunde das Sterbedatum. Und dazwischen hat sich wahrscheinlich Unterricht ereignet. So, und mit diesem gutbürgerlichen Wissen konnte man dann getrost in die Welt hinausgehen und ihr Leben nicht gestalten. Aber natürlich ist das kein Widerspruch, denn Inhalte und Wissen finden weiterhin in der Schule statt, weil die Schülerinnen und Schüler wollen es ja haben. Und man muss nur das Individualisierte anbieten. Also es gibt eben nicht für alle SchülerInnen zur gleichen Zeit das gleiche Wissen, sondern man müsste das Wissen auf stärker basal organisieren und dann die Individualisierungswege spätestens dann freigeben, dass der eben künstlerisch interessierter ist, sich da entfalten kann, der, der physikalisch interessiert ist, den naturwissenschaftlichen Bereich da viel mehr Zeit bekommt, Erfahrungen zu machen, Wissen anzusammeln. Also es ist nicht die Aufgabe des Wissens, um die wir hier reden, sondern die Ergänzung um wesentliche Lebensgestaltungskompetenzen. Ich kann mal gerade ein interessantes Beispiel sagen. Open School kann man im Internet auch googeln. Sind zwei Gymnasiallehrer, die die Schnauze voll hatten, weggegangen sind an eine Mittelschule in Wien und damit den Klassen, also bei uns würde man sagen 7 bis 9, ihr neues Konzept ausprobiert haben. Und dieses Moment. Ah, dieses neue Konzept geht so: Ein Drittel ist Basiswissen selbst organisiert. Ein Drittel ist tatsächlich Open School. Was interessiert dich? Ich möchte wissen, wie so eine Rakete zum Mond fliegen kann. Ich möchte dies, ich möchte jenes. Dazu suchen sich die SchülerInnen Experten von außerhalb und die kommen in die Schule. Das ist ein Drittel. So Werkstätten, wo einfach die ganze Expertise da reingeholt wird. Und das andere Drittel ist Projekt. Ein Lehrer, es gibt keinen Fachfächer mehr, in dem sie keinen Klassen mehr. Jeder Lehrer hat 15 Kinder, die er begleitet. Keine Stunde mehr Ressourcen braucht man und alle haben super Abschluss gemacht. So kann man auch mal denken. Also so, klappt wunderbar. Haben die einfach gemacht, jetzt haben sie ein Institut und wollen das verbreiten und auch Lehrerqualifizierung machen. Weitere Frage, die auch etwas in die kritische Richtung geht. Nadja fragt, für wie wahrscheinlich haltet ihr es, Noten ersetzen zu können, um den Schülern endlich das Entwicklungspotenzial einzuräumen, von dem wir hier sprechen? Also das halte ich für machbar, wenn wir auf breiter Basis Eltern verstehen, was Noten machen und warum Noten uns auf dieses alte Konkurrenzvergleich und so weiter drücken, was wir nicht mehr brauchen. Also auf breiter Basis müssen die Eltern das verstehen. Und dann brauchen wir Alternativsysteme, die es ja schon gibt in Schulen, aber die müssen einfach bedienbar sein für LehrerInnen. Und dann gibt es vielleicht einen Übergang. Du hast ein Zeugnis und hast ein Kompetenzportfolio. Und wenn dann die Unternehmen sagen, sie wollen nur noch Kompetenzportfolios,
Dann haben wir vielleicht den Klick und der könnte in 5 Jahren da sein. Zum Beispiel ist am Hackathon, wir für Schule ja schon intensiv daran gearbeitet worden. Und ja, im Moment arbeiten so viele an neuem Bild von Schule. Das ist im Moment richtig überall. Und da gehört dieses nämlich dazu. Die Noten müssen weg. Das ist auch ein Musterbruch. Stellt euch vor, es gibt keine Noten mehr. Ja, wer kommt dann aufs Gymnasium? Also es ist für mich tatsächlich auch eine der leichteren Übungen, muss ich Margaret völlig recht geben, die Noten loszuwerden. Innerhalb von 5 Jahren kann ich mir das gut vorstellen. Ich erlebe es ja selbst, wenn Schüler aus den Grundschulen kommen an die weiterführende Schule. Was interessiert mich? Ich gucke natürlich kurz auf die Noten, aber dann kommt ja dieser Text, der diesen Schüler so ein bisschen beschreibt. Und plötzlich bekomme ich ein Bild. Und genauso, wenn sich Lehrkräfte bei mir in der Schule bewerben, da gucke ich mir zwar ja auch die Examensnote an, aber das, was da ansonsten steht, das ist das, was mich interessiert. Und das Bewerbungsgespräch, was ich hier führe. Ja, also wenn ich einen Eindruck bekomme, wenn das ganz wird, die Noten sind überflüssig wie ein Kropf. Da Also muss wir ich haben. nochmal kritisch nachhaken, Dirk. Also ich kenne ganz viele, zumindest Hamburger Schulen, wo es gerade bei der Anmeldungsphase in Anmeldungsrunde in 5 so aussieht, dass es gut 150 Anmeldungen gibt, für die man dann ungefähr 10 bis 15 Minuten Zeit hat. Und wenn dann ein Zeugnis vorgelegt wird in Textform, dann schlagen da manchmal die Schulleiter die Hände über dem Kopf zusammen, weil sie eben nicht enträtseln können, was diese SchülerInnen tatsächlich leisten kann. Ist das wirklich so ein leichtes, auf diese Noten verzichten zu können? Ich bin mir sicher, dass wir es können. Also wie gesagt, wir machen die Anmeldesituation auch so oder gestalten die so, dass die Kinder, die sich hier anmelden wollen, dabei sind. Die Kinder kriegen selbst so einen kleinen Fragebogen, wo sie ihre Wünsche, ihre Träume kurz formulieren können, ganz fragmentarisch. Also das ist jetzt wichtig, diese Beziehung aufzubauen, auch in dem tatsächlich, da hast du recht, engen Zeitfenster von 15 Minuten Anmeldung. Aber ich kopiere mir ja die Anmeldeunterlagen. Also ich kann mir das hinterher auch noch angucken. Ich entscheide ja nicht in 15 Minuten so Daumen hoch oder Daumen runter, sondern ich kriege einen Eindruck und da helfen die Noten rudimentär. Ich könnte darauf verzichten. Bleibe ich bei. Also wir haben ja jetzt schon zum Beispiel in Berlin brauchen die Sekundarschulen alle keine Noten geben bis Klasse 9. In Niedersachsen geben die integrierten Gesamtschulen auch keine Noten bis Klasse 9. In Hessen haben wir gerade so einen Modellversuch, da können 150 Schulen sich bewerben, auch ohne Noten. Also es ist schon ein bisschen was in Gang. In Bayern mit 2,33, sonst kommt sie nicht aufs Gymnasium. Das wäre der Musterbruch pur. Aber wenn Eltern das mal schnallen und so weiter, oder vielleicht, wenn, wie bei Fridays for Future, in 3 Jahren, wenn die SchülerInnen mal gemerkt haben, Lernen geht auch ganz anders und es gibt auch schon Schulen, die arbeiten ganz anders, wenn die einfach mittwochs nicht mehr in die Schule gehen und mal so eine richtige Welle machen. Also es ist nicht einfach, aber wir haben ja noch den Numerus Clausus, also in Österreich nicht, aber in Deutschland, und da wollen sie alle dieses 1,0er-Abitur. Der Numerus Clausus, das muss auch weg. Also dieses ganze System muss sich ändern. Die Unternehmen haben, glaube ich, da auch noch. Hätten da auch noch Einfluss. Margit, du hast gerade angesprochen, und da kommen jetzt ein paar Fragen auch in die Richtung eines Stakeholders, den wir noch gar nicht so richtig befasst haben. Das sind die Eltern. Also wie können die mit ins Boot genommen werden? Wie können die überzeugt werden von neuen Konzepten? Ja, also was ich ja mache, ich bin ja sehr oft unterwegs, fast jeden Tag. Ich habe dann auch pädagogische Tage an Schulen. Da mache ich zur Bedingung, dass ich dann abends auch die Eltern habe oder die dabei sind. Ich fange ja nicht an, wir brauchen jetzt neue Methoden oder so oder wir brauchen jetzt Digitalisierung, sondern ich fange an, quasi diese Geschichte zu machen, wo steht die Welt, wie sind wir da hingekommen, in welchen Mustern leben wir gerade. Jetzt mit Corona haben alle auch gesehen, dass auch dieses Höher, Schneller, Weiter, Effizienz und Optimierung in unserem Gesundheitssystem ist, was ja auch an die Grenzen kommt, materialistisch ausgerichtet ist. Da geht es auch nicht um die Menschen und, und. Also wenn die das einmal verstanden haben und dann kommt die Vision, wir haben jetzt einen Auftrag und bei den Eltern müssen die darfst du nicht jetzt auch wie die Lehrer, jeder gibt ja sein Bestes. Ja, jeder gibt sein Bestes. Also
Die Eltern sitzen ja schon auf dem Kinderspielplatz und sagen, boah, deiner läuft schon, meine noch nicht, stimmt was nicht und so. Also so mit Geschichten, dass du so Aha-Erlebnis kriegst und denkst, oh Scheiße, ich mache das ja auch. Also erstmal auf den Kern kommen. Die möchten das Beste für ihr Kind und durch ihre ganze Überwachung und so weiter erreichen sie genau das Gegenteil. Und dann brauchst du Bilder des Neuen. Und ich nehme ja immer Kinder und Jugendliche mit oder habe dann auch Filme, wo die sprechen. In der Regel fangen einige an zu weinen. Und ich bin ja auch manchmal an Gymnasien, ich kriege die Eltern am Gymnasium schneller als die Lehrer. Also die Lehrer sagen, ja, aber unsere Eltern. Ja? Dann ist abends die Elternversammlung, dann sagen die, wann geht's hier los? Ja. Also wir müssen die aber wirklich erreichen. Und was wir hatten, wo sie alle immer so eine Angst vor haben, wir hatten ja in Hamburg da mal die 6 Jahre Grundschule, ist ja mit Krachen gescheitert. Das war aber eine Verlängerung der normalen Schule ohne Vision einer neuen Schule. Oder die Inklusion in Nordrhein-Westfalen, da ist ja auch die Landesregierung dran gescheitert, war Inklusion in der alten Schule. Ohne eine Vision von völlig neuem Lernen. Die Menschen wollen Visionen, die brauchen Visionen und die Zeit ist jetzt reif. Ich weiß nicht mehr für wie lange, aber meine Erfahrung ist, dass die Eltern, wenn sie es verstehen, dass die dann auch mitgehen. Und ich kann ja jetzt nur mal sagen, von der ESBZ, wir könnten ja die Schule verzehnfachen. So viele Anmeldungen. Ich könnte bei 1,0 Schluss machen. So viele wollen auf die Schule. Aber mache ich natürlich nicht, wir sind in der Gemeinschaftsschule sehr bewusst. Also neue Konzepte ziehen schon die Eltern an. Das sieht man ja auch an dem Drang zur Privatschule. Aber der ist ja oft da, weil sie denken, da haben sie bestimmte Kinder nicht. Ne? So. Ich möchte noch ein paar Fragen aufgreifen. Wir haben ja auch noch ein paar Minuten. Und zwar Entschuldigung, Christoph fragt, er sagte, dass eigentlich viele von den Konzepten und Vorschlägen schon seit Jahrzehnten auf dem Tisch liegen, aber politisch hat sich nichts getan. Also, wie kommen wir daran, an politische Veränderungen? Das ist wunderbar bemerkt und völlig richtig. Das ist mir auch deutlich geworden, wie im Vorgang des heutigen Abends, dass ich gesagt habe, die Öffnung von Schule, das hast du irgendwie 80er, 90er Jahre schon mal gehört. Auch die Diskussion, die wir vorhin geführt haben um die Abschaffung der Noten, das sind ja sind zum Teil reformpädagogische Konzepte, die wir hier auch wieder aufgreifen. Das ist ja genau das Problem. Und wie kommt man an die Politik ran? Also, das Ganze zielt eben, das System, das politische System zielt auf Beharrung und Verwertung. Also so ist Schule organisiert. Es geht darum, möglichst viele Schülerinnen gleichzeitig zum gleichen Ziel zu führen, möglichst schnell, siehe Abitur nach 8 Jahren, auch der Berufswelt zur Verfügung zu stehen. Also es ist immer noch so, dass Schule nicht unter der Prämisse Bildung betrachtet wird. Wir können nur richtig wählen. Ich meine, was macht Volt denn? Was macht ihr denn? Also tatsächlich ist ja das nicht unser Gedanke von so einem Volt Meets Experts, Nee, dass wir jetzt aber es für fällt unsere mir gerade so Politik ein. Werbung Nein, machen, aber aber natürlich ist es so. Ich meine, ich wüsste jetzt tatsächlich nicht, sozusagen, welche Wahlempfehlung sich daraus ableiten lässt. Aber es ist klar, ich will jetzt auch nicht das Klagelied über den Föderalismus singen, was es sich ja auch immer wieder anbietet. Aber natürlich führt der eher zu einer Engführung, statt danach einen großen Wurf mal zu wagen. Hier würde denn mehr Autonomie für Schulen helfen? Ja, würde helfen, wenn aber die Mehrautonomie auch mit einer Ressourcenfreiheit verbunden ist. Also die muss gewährleistet sein, Räume, Finanzmittel, damit das sozusagen der Weg breiter wird. Das muss ich ganz klar sagen. Würde helfen. Margret, möchtest du zur politischen Realisierbarkeit noch was Ja, sagen? wollte erst mal sagen, bei dem akuten Lehrermangel, den wir haben, mehr Ressourcen zu fordern, wird nicht gelingen. Also die ESBZ hat keine Ressource mehr als andere und wir arbeiten völlig anders und haben super Ergebnisse. Wir brauchen eben die Öffnung, ja, und da sind die Ressourcen. Wir müssen lernen kannst du überall. Also wir müssen die Schule öffnen in Bildungslandschaften. Politisch, ja, warum haben, also politisch ist es so, da sitzen Leute als Bildung ist parteipolitisch in Deutschland. Da sitzt ja keine Bildungsexpertise. Ne? Da sitzt eine
hier eine ehemalige Rechtsanwaltsgehilfin, die dann in den Immobilienmarkt gegangen ist und jetzt ist sie Kultusministerin. So, das ist halt eine. Dann gucken, schielen sie auf Wahl und auf ihre Partei. Siehe Baden-Württemberg, unter Rot-Grün wurden 300 Gemeinschaftsschulen aufgemacht. Vorher gab es keine einzige, so wie in Bayern. Gesamtschule ist Gift und Teufelszeug. Jetzt haben wir Schwarz-Grün, jetzt werden die ausgeblutet und so weiter. Mal gucken, was jetzt passiert. Und so. Und deswegen muss das von der Basis kommen. Wieso sind wir denn Erfüllungsgehilfen von einer Politik, die unsere Kinder in die falsche Richtung laufen lässt? Die haben nur so viel Macht da oben, wie wir ihnen geben. Das habt ihr gesehen bei Fridays for Future. Da standen die da, wussten nicht mehr, was sie machen sollen. Die sollten jetzt, was weiß ich, Ordnungsmaßnahmen kriegen oder sonst was. Völlig aufgeschmissen. Ich glaube, vielleicht muss sowas passieren. Ich habe ein gutes Beispiel aus Niedersachsen. Da bin ich ja sehr eng mit dem Kultusministerium verbandelt. Und das hat dazu geführt, dass da tatsächlich jetzt ein anderer Erlass gekommen ist und demnächst Werkstatt Zukunftsschule, also das ganze Land soll in Bewegung kommen, aber in der Tiefe mit dem Whole System Approach. Das wäre das, also das kann ich als positives Beispiel sagen für, ich weiß nicht, was mit dem nächsten Kultusminister kommt. Wir haben aber bestimmte Dinge so abgesichert, dass die auch beim Politikwechsel bleiben. Ja, also die beiden Sachen. Und vielleicht ist da unser Bildungsföderalismus ja sogar ein Vorteil, dass sich einzelne Länder zumindest als erstes auf den Weg machen können und mutigere Schritte gehen und andere vielleicht dann auch davon lernen. Margaret, mich hat es gerade ein bisschen tatsächlich, ich musste ein bisschen schmunzeln, als du das mit den Ressourcen ansprachst. In der evangelischen Schule in Berlin-Zentrum, ne? Denn Fabian fragt hier auch, wie ist denn das Ganze zu finanzieren, eine solche Transformation, wenn wir vorher auch von multiprofessionellen Teams sprachen, von recht kleinen Klassengrößen und so weiter. Das ist nee, wirklich halt. Falsch verstanden, ja. Wir haben Klassengrößen von 27, manchmal auch 28. Wir haben ganz normale Schlüssel. Wir haben eben diese ganze innere Struktur verändert und wir haben uns tatsächlich auch im Werkstattbereich Leute reingeholt von außen. Meinetwegen, was weiß ich jetzt, ein Schreiner oder ein, aber die laufen auch zum Teil über Lehrerstellen. Also Berlin hat keine Ressource mehr. Wir haben ein bisschen Spielraum, wir machen ja so viel Lehrerfortbildung, also unsere Schüler machen die ja. Da haben wir immer ein bisschen Geldeinnahme dadurch zur freien Verfügung, aber sonst alles Kreativität. Ja, aber das Lerncoaching wird doch zum Beispiel jetzt nur für 15 Schüler, glaube ich, wahrgenommen, ne? Also jede Lehrkraft für 15 Schüler. Ja, genau. Also wir haben ein paar Situationen. Wir haben auch einen Tag in der Woche Projekt, der ist auch mit 4 Stunden doppelt besetzt und das Lerncoaching ist doppelt besetzt in dem Sinne. Das wären 6 Lehrerwochenstunden, aber dadurch, dass wir null äußere Differenzierung machen, können wir zum Beispiel die ganzen Stunden, die du für sowas kriegst, da reingeben. Wir geben auch keine Lehrerentlastungsstunden, weil das nur zu Streit führt. Wir geben das alles ins System rein. Höchstens mal, wenn etwas Neues entwickelt wird, so ein Anschub, damit einer was entwickeln kann. Sonst ist im Lernbüro ist normale Größe, im Projektunterricht. Ja, also das muss ich noch dazu sagen, wir sind Ganztagsschule und viele Stunden kommen aus dem Ganztag, wie dieses Lerncoaching und so weiter, kommt aus dem Ganztag. Auch Verantwortung. Ja. Also ich will nicht jetzt dagegen reden. Natürlich braucht Schulen mehr Ressourcen, aber die Ressourcen müssen jetzt erstmal gehen in die Schulen, in sozialen Brennpunkten und so weiter. Da muss massiv eine Unterstützung rein. Nur jetzt zu sagen, die Transformation hängt davon ab, dass wir jetzt mehr Lehrerstellen kriegen und so weiter, das ist natürlich in einer Zeit, wo wir massiven Lehrermangel haben. Wir brauchen Künstler in der Schule, sowas alles. An Ressourcen schon, multiprofessionelle Teams und so weiter.
wir brauchen auch eine gleiche Bezahlung. Es kann ja nicht sein, dass ein Erzieher da 3 Stufen unter einem Lehrer oder einer Lehrerin bezahlt wird oder. Aber wir brauchen nicht zusätzliche LehrerInnen. Die brauchen wir nicht. Nochmal eine kritische Nachfrage von David. Wahrscheinlich bezieht sich das dann auch wieder auf die Noten. Wie und wann kommt man denn in einem solchen Schulmodell zu einem Abschluss? Das wird natürlich dann auch immer gefragt. Also wie ist quasi der Abschluss dann? Ach so, ja, bei uns so leider, also wir sind ja auch noch total behindert durchs System. Wir müssen ab Klasse 9 ja Noten geben. Das heißt, du kriegst deinen normalen Zertifikate und so weiter und ganz klein drunter kriegst du auch eine Note. Und in der Oberstufe müssen wir auch Noten geben. Wir ersetzen aber möglichst viele Klausuren durch alternative Dinge und so weiter. Aber da ist noch eine richtige Bremse in dem Ganzen. Wir hatten einen Entwurf für eine ganz neue Oberstufe und haben nur einige Dinge genehmigt gekriegt, weil die müssen da immer diesem Oberstufengesetz. Genau. Aber wir haben jahrgangsübergreifende Projektwochen, wir haben sowas wie Herausforderung mehrfach in der Oberstufe und. Ist auch alles schon wissenschaftlich begleitet und evaluiert. Super, wir haben 1,8, 1,9 Abitur, obwohl die ganz oft gar nicht in der Schule sind und so. Das gibt es, aber es ist noch eine große Behinderung. Also die Noten ist eine Behinderung, auch überhaupt die ganze Oberstufengesetze sind eine irre Behinderung. Ja, zum Schluss läuft es immer auf Messen hinaus und das heißt dann, da müssen die Noten her. Es gibt immer so kleine Einfallstore, an denen deutlich wird, auch die Politik hat erkannt, dass sich was ändern muss, gerade in der Oberstufe, die Facharbeiten, die vor 20 Jahren langsam reingewachsen sind, die Oberstufe, Präsentationsprüfungen, wo man plötzlich Ersatzleistungen zulässt, aber es ist natürlich kein Paradigmenwechsel, sondern ein Pflaster an einer Stelle. Gutes Wort. Vielleicht noch eine abschließende Frage und die jetzt auch aus einer Volt-Perspektive. Inwiefern haltet ihr denn Bildung und Schule, die Zukunft der Schule, auch für ein europäisches Thema? Also unbedingt. Es ist also das zu isolieren auf eine Bundeslandperspektive oder eine deutsche Perspektive. Bildung ist ein Thema, was alle Länder angeht, was ja auch die Länder sozusagen inhaltlich oder über Austausch in den Blick nimmt. Und das ist auf jeden Fall ein europäisches Thema. Und zwar ganz weit oben. Neben Ökologie und Demokratie ist Bildung auf jeden Fall ein Thema. Ja, das ist ja schon ein europäisches Thema. Ist ja ein Weltthema mit dem Demografie. Ja, genau. Sind sich alle einig, dass das im Zentrum ist und über die UNESCO und so weiter, ist es ja schon für die ganze Welt ausformuliert, was das bedeutet. Nur wir leben das noch national, ne? Sehr national, ja. Ich möchte es gar nicht mehr jetzt weiter fortführen, weil ich finde, das war jetzt auch ein schöner Schluss. Ich möchte mich bei euch beiden ganz, ganz herzlich bedanken. Ich habe super viel gelernt in diesen knapp 1,5 Stunden. Ich fand es wirklich ganz toll und vielen Dank auch für eure Ehrlichkeit und Offenheit, eure Erfahrungen mit uns zu teilen und wirklich die ganz hervorragende Kenntnis. Noch und ein Dankeschön natürlich auch nochmal an das Volt Meets Experts Team, die hier auch immer großartige Leistungen zeigen, indem sie ein solches Format ermöglichen, besonders natürlich Julia und Yannick seien hier erwähnt. Also Dirk und Margret nochmal ganz lieben Dank. Ich weiß nicht, ob ihr nochmal einen abschließenden Satz sagen möchtet, dass ich jetzt das letzte Wort habe, finde ich toll. Ja, danke für die tolle Moderation, hat Freude gemacht. Ich wollte noch sagen, der Schlüssel ist Mut. Ist nicht in dir und nicht bei einer Regierung. Ja, die Mutkarte, genau. Von der habe ich auch schon gehört. Ja, ich habe sie ja auch bei mir im Portemonnaie sogar schon. Und neben, ich glaube, Salz war das zweite, was da auch noch verteilt wurde. Gute Schule, wir machen gute Schule für unsere Schülerinnen und Schüler. Punkt. Und ich danke Margret für das Angebot, was sie mir gemacht hat, an unserer Schule vorbeikommen zu wollen. Genau. Ich werde mich mal einhaken. Ich habe sowieso Schule im Aufbruch schon seit längerem im Blick. Von daher, wir bleiben dran. Ich finde dich. Gut. Danke. War ein spannendes Gespräch. Ich habe mich sehr darauf gefreut und hat die Erwartungen eingelöst.
Ja. Vielen Dank euch. Ich wünsche allen noch einen schönen Abend. Danke Tschüss. gleichfalls. Ciao, ciao. Ciao. Thank you.